Ich grüße dich herzlich. Ich möchte gerne dir eine Information über Bärlauch geben und vermehrt über wilde Bärlauch aus Sibirien. Bei uns in Sibirien, diese Bärlauch wird genau wie in Deutschland sehr beliebt und die Menschen machen aus Bärlauch unterschiedliche Lebensmittel, Pesto natürlich, aber auch für unterschiedliche Gerichte, das, was ich eigentlich nicht, sag mal, unterstütze, die kochen Bärlauch, aber auch natürlich essen roh. Und sibirische Bärlauch ist etwas stärker, intensiver als hier in Europa Bärlauch wächst. Und wie wir wissen, Bärlauch hat unglaubliche Kraft, Potenzial, Körper von unterschiedlichen Toxinen und Schwermetallen zu, sag mal so, unterstützt den Körper in seinem eigenen Reinigungsprozess und Ausleiten von Schwermetallen. Also Bärlauch selber tut es nicht, aber er unterstützt, wie er es macht, ganz einfach durch das Leberfunktionen. Bärlauch ist sehr gut für Leber, also unterstützt auch Leberreinigung, Arbeit vom Leber, Produktion von unterschiedlichen Aminosäuren, weil die Leber produziert unterschiedliche Aminosäuren, welche fördert physische Körper dazu, Gehirn vom Schwermetalle zu befreien und reinigen. Auf jeden Fall. Es geht eine Kettenreaktion. Wenn wir solche Produkte nehmen wie Bärlauch, laufen natürliche, selbstverständliche Reinigungsprozesse, welche in Ordnung sind. Und wenn wir anschauen, wann der Bärlauch wächst, der wächst natürlich ganz früh. Und im Frühling ist das die beste Zeit, uns zu entgiften. Und dazu steuern, dass unsere Körper die alte und Ansammlungen und Toxine vom Winter, vom ganzen Frühzeiten einfach loswerden. Bärlauch kann man beispielsweise frisch essen. Man kann daraus Pesto machen. Aber wir haben aus Sibirien Bärlauch im Rohkostqualität getrocknet, ausprobiert und die ist genial, weil getrocknete Bärlauch kann man über die Salate streuen als Gewürz oder man kann das einfach im Öl reinlegen und hast du auch so Form wie Pesto oder man kann im warmen Wasser anlegen, es wird dann wie Algen, dann wieder wie lebendig, also so nimmt seinen Saft und kann man daraus auch Salate machen, im Salat reinlegen. Auf jeden Fall, im Rohkostküche kannst du viel unterschiedlich trockene Bärlauch verwenden und dadurch würden wir als Prophylaxe unseren Organismus unterstützen in seine eigenen Entgiftungsprozesse. Und wie immer, ich bin für solche Produkte, welche aus der Natur, nicht im Format von Nahrungsergänzung, sondern eher als Lebensmittel. Und ich finde diese getrocknete Rohkostqualität, im Rohkostqualität Bärlauch ist genial. Also ich möchte nur einfach jedem diese Information weitergeben und heutzutage viele fragen mich, wie kann man Schwermetalle aus dem Körper ausleiten. Ganz einfach, mach mal Prophylaxe, dass die auch nicht angesammelt werden. Und wenn ja, dann Körper kann die auch ausleiten. Wenn genügend Produkte, Stoffe, Aminosäuren im Körper gibt es, welche dazu sind zuständig. Welche Brahma gab nicht jetzt im Kopf einzuprägen, weil viele Menschen versuchen, das Fachbegriffe zu suchen, aber ist das wichtig, dass wir begreifen, dass der Körper so intelligent, dass der es machen kann, unsere Aufgabe daran zu verlassen und ihm dabei unterstützen. Und Bärlauch Beispiel aus Sibiri
ist eine von den wenigsten Lebensmitteln, welche genial dazu passt. Also viele Freude, alles Gute.